Let's go. Neues Spiel, lieber Chat, let's go! Bin gespannt, was du zur Steuerung sagst. Noch ein bisschen Mühe mit gewissen Buttonbelegungen. Da bin ich auch gespannt. Dann werde ich wahrscheinlich erst recht Mühe haben. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Ui. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Ohne Scheiß, Chat, bei so Sachen frage ich mich immer. Kommt eine Verderbnis. Spielt jetzt das Video oder ist das wirklich Grafik? Also ist das in Echtzeit? Also das ist wahrscheinlich schon das Video, so wie es jetzt aussieht. Und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Jetzt aber ein bisschen rocklig für ein Video. Basim Ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ui. Sehr kreatives Intro-Video, muss ich sagen. Ui, what is happening? Kommt jetzt da der Voldemort? Oh, hi! Bist du für Grusige? Schnell nur hat die Freude an die E-Mails. Da habe ich natürlich auch Freude, wenn du Freude an die E-Mails hast. Sie sind auch nice. Sie sind auch nice. War es wieder der Djinn? Ah, und der was Djinn. Unser Freund diesmal? Ist es ein Djinn gewesen? EMF Level 5. Und den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Also ich bin der Basim, hä? Der Basim und ich weiß schon, wie sie heißen, Nihal. Wir gucken. Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Komm in die Hufe, Basim. Ja. Ich bin auch schnell am Schauen, wie meine Tastenbelegung ist, aber ich kann noch nichts machen anscheinend. Aber wichtig, lieber Chat, wichtig ist immer laut. Angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Ich sage immer laut, ist Leben. In jedem Spiel. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Jetzt haben wir den Schlitten, ich komme ja. Ja, ich komme ja schon. Der Stress da. Deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine der Meisterdieb von Al-Anbar. Diese Aufträge.
Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Okay, alles. This is fine. Das gilt auch für Emote. Diese Gestalten im Schatten? Oh, das ist better TTV Emote. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Ort entdeckt. Al-Anbar. Also, was geht's da interessant? Darf ich da mal schnell mitmachen? Also jetzt. Sorry! Was? Weitermachen! Ich habe doch. Okay, sorry, ich habe nur einen Knöpfchen gedrückt. Okay, ganz ruhig. Das ist ein aggressiver Sicht da. Dann muss ich schauen. Okay, das ist zuschlagen. Ja, das wird doch alles dann erklärt. Let's go. Wo bist du jetzt da? Akku! Er hat halt müssen schauen, wo sie da drin ist, oder? Ui! Ja, da muss ich nicht einmal viel drücken, lieber Chat. Tigal, grüezi, wohl willkommen auf unserem Channel. Wie geht's dir? Und Spoo, grüezi! Hallo, Spoo! Hey, schon lange nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr gesehen und sieht man sich nächste Woche nach, eigentlich, Spoo. Wie geht's euch? Oh, sorry. Wow! Hui. Okay. Also bis jetzt ist die Steuerung sehr angenehm. Ich muss fast nichts drücken. He? Da muss einfach vorher drücken und X drücken behalten. Und der macht alles von selber. Ich war immer ein bisschen unterwegs gewesen, wenn du gestreamt hast. Das ist doch schön. Ja, das ist doch kein Problem, Spu. Aber jetzt bist du wahrscheinlich noch am Arbeiten, oder? Ui, ja, nimm doch die Leiter. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Übrigens, an der Stelle, wo ich nochmal schnell daran erinnere. Ich will nochmal schnell daran erinnern, 16 Uhr. Also jetzt ca. 40 Minuten machen wir Giveaways. Zwei Keys gibt es zu gewinnen. Einer ist PS5, einer ist Xbox für das Spiel. Doch es schmeichelt mir. Und wir können erst dann mitmachen. Ich kann mich nur bemühen. Wir können erst dann, wenn ich starte, machen wir das zweimal, dann können wir zweimal mitmachen. Und dann können wir auch direkt auslosen. Und ich begrüße noch schnell den Raziel Emperor Dragon und den Gary Snakes. Grüezi miteinander, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Sicherlich ist es ein reiches Gefolge. Und wer von euch hat denn Assassin's Creed, das neue, schon mal gespielt? Was ist eure Meinung so weit dazu? Das würde mich auch noch wundern. Ich habe schon gehört, dass es aber noch nicht so polished wirkt. Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Komm, lauf. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Give away, yes, bro. Noch ein bisschen am Arbeiten, Raisel, okay. Ja, was ist happening? Kann ich da klauen? Das ist nicht klauen, das ist einfach das Looten, oder? Jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Oh, das ist klauen. Scheiße. Sorry. Nein! Jetzt habe ich schon das Problem, oder? Ich habe halt schon ein Problem. Und ich weiß nicht einmal, wo jetzt der andere ist. Also, looten ist klauen in diesem Spiel. Coco, grüezi. Hallo, Coco, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Coco ist überall jetzt, oder? Überall. Ein vortreffliches Paar. Was hat der Brack.ch für einen Alltagssprach? Da versteht ja kein Mensch. Was? Wie meinst du jetzt? Also, nein, jetzt muss ich. Okay. Mission stellen. Setze das Adlerauge ein, um Beutel zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in den.
einen Taschendiebstahl durchzuführen, drücke im richtigen Moment erneut, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Ist das so Quicktime-Event und so? Perfekt. Wo willst du denn hin? Ist ja fast wie EA FC 24. Schau mal, Coco ist überall. Wir doch nur da, wo es Giveaways gibt. Aha, Coco, jetzt wissen wir es. Du musst aber noch warten bis um 4 Uhr. No. Let's go. 10 von 10 Punkten, lieber Chat. 10 von 10 Punkten hat das Spiel verdient, jetzt schon. This is my life now. Nein, kann ich nicht jede. Oh nein, ich kann nicht jede streichen. Hä? Sonst hat jetzt gesagt, es gibt keinen anderen Content mehr als das ab jetzt. Der Massi gewinnt sowieso. Es ist so. Das ist das universelle Gesetz. Wo muss ich hin, Mann? Hä? Kein Interesse, hau ab! Ja, jetzt tu doch nicht so. Ich muss jetzt einfach ein bisschen Gummi stellen. He? Ich bin also einer von dieser Sorte. Nein, aber den muss ich ja nicht bestellen. Und da drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Also komm, wir können da endlich überall hin. He? Können wir das auch machen? Untertag. Aha, okay, das ist nicht unbedingt da, wo ich jetzt noch will. Okay, dann machen wir das jetzt ein paar Mal. Ein bisschen üben und so, oder? Das ist gut. Sie schaut mir einfach an und merkt es nicht, dass ich sie bestelle. Holy! Okay, das ist so ein bisschen unterschiedlich vom Speed her. Hm? Ein Smoker hat auch schon zweimal gewonnen. Smoker, erzähl schnell, was hast denn du gewonnen bei uns? Als was arbeite ich? Ich bin Webdesigner bei brack.ch. Ich bin verantwortlich für wie es aussieht, wie der Shop aussieht, mehr oder weniger. Webdesign. Die Pixel umschieben und so. Kann ich dich nicht beklauen? Hm? Kann ich die hier beklauen, die gerade nebenan steht? Hm? Sorry. Oh, hey, jetzt nicht so aggressiv da, hey. Darf ich da nicht mehr klauen? Oh. Also, wenn ich das jetzt mitnehme, oder, dann sehen sie mich, oder? Nicht? Dann will ich schnell durchlauten. Okay. Lieber Chat, was haben Sie schon so gewonnen bei uns? Die schon Giveaways gewonnen haben, erzählen mal, das nimmt mich jetzt Wunder. Also bei Massi wird die Liste lang sein, das weiss ich. Ich weiss nicht, ob ich so lange streamen, dass ich die Liste sogar runterlesen könnte. Ich bin lost. Lost im Tutorial, lieber Chat. Ich glaube, ich gehe da mal richtig Objective. Ja, wo bist du da drin? Oh, Säckchen kann ich auch. Gehen Sie aus dem Weg. Was ist das? Das ist ein bisschen Sass. So. Hi! Wollt ihr durch? Oh. Nein, okay, gut. Die haben aber viel Energie. Eben, lasst. Darum bin ich da. Das ist doch schön. Ich will jetzt wirklich alles aufschreiben. Das dauert zu lang, Massi. Oh, 371. Nelnup, hast du genug Punkte? Ich glaube, du solltest inzwischen genug Punkte haben, oder? Bei dem Support, den du hier reingehauen hast. Oh, da kann ich noch mal schauen. Hast du was Gutes gestohlen? Ja. Ein paar Ringe und so.
Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. 69. Nice. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht. Nice. Und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Jeder kann machen, was er will. Ui. Sieh an, da kommt der Vollpelz, ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Gebt damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geht zu Saida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Mhm, also. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck dein Stolz. Das ist jetzt Tutorial, jetzt müssen wir halt das als Einfache. Und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Ja, Spoo, genau. Genau, richtig. Dann startet das Gefäude, könnt ihr mitmachen und dann werden wir auch nach 5 Minuten auslosen und das machen wir zweimal. Einmal für einen PS5-Key und einmal für einen Xbox-Key. Oh, Ty Gall. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ich tue noch mal daran erinnern. Chat ist immer so lieb. Ich will euch zu nichts zwingen. Wenn wir ihn untereinander machen. Chat ist manchmal so lieb und verteilt Punkte. Just saying. Ich weiß einfach nie, wie der Befehl geht. ich weiß halt nicht, wie der Befehl geht. Ich glaube, es ist irgendwie Gift Points oder irgendetwas in die Richtung. Aber da müsst ihr selber regeln. Lesen. Unter uns sammeln. Darwish Sadiki. Oh, mit diesen Namen werde ich wahrscheinlich immer ein bisschen Mühe haben, die korrekt auszusprechen. Oh, wie die größte Schönheit hinter einer unscheinbaren Fassade verborgen sein kann. Unbezahlbare Edelsteine verstecken sich hinter dem einfachsten Stein oder der bescheidensten Ladenfront. Ja, okay. Du musst wissen, dass ich erlesene Kostbarkeiten sammle und dass mir zu Ohren kam, du hättest wertvolle Steine aus Sarandib, Smaragde aus Khorasan und Perlen aus dem Meer um Alhind auf Lager. Solches Geschmeide würde ich ewig in Ehren halten. Nenne mir deinen Preis, bla bla bla. Ja, ja. Ui! Oi, der Raisel, merci vielmals für den verschenkten Sub an Ty Gall. Ich hoffe, ihr sagt übrigens deinen Namen richtig. Ich habe es jetzt einfach auf Englisch ausgesprochen. Ty Gall oder Ty Gall, sonst sagst du mir einfach, wenn ich es falsch sage. Raisel, merci vielmals für den verschenkten Sub. Danke vielmals für den Support. So, stiehl das Verzeichnis. Huh? Let's go. Oh, können wir da noch etwas looten? Essen. Gesundheit ist voll. Okay, da können wir Gesundheit auffüllen. Holy, was ist heute los? Was ist heute los? Merci vielmals, Raisel, nochmal für das verschenkte Abo an Coco. Korrekt. Tigol. Let's go. Coco, viel Spaß mit den Emotes. Hä? Mit diesen süßen Emotes. Du bist auf dich allein gestellt. Das ist verrückt. Jetzt rede ich da mit dir. Was über das Verzeichnis gesagt? Oder was ich damit wollte? Ich sage dir, Fleuru, grüezi. Hallo, Fleuru, wie geht's dir? Nur das Nötigste. Warum fragst du? Hä?
Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Okay, also die. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Okay. Das ist kein Auftrag. Flöru, Giveaway ab 16 Uhr. Erst dann kannst du ja mitmachen, sobald ich gestartet habe. Dann machen wir schnell jeweils, also machen zweimal 5 Minuten Giveaway. Eine ist PS5-Key, eine ist Xbox-Key. Dann könnt ihr auch für das mitmachen, was euch etwas bringt. Jetzt streicheln wir die Katzen schnell. Ah! Ja, jetzt wollte ich nicht mit allen reden. Jetzt gehen wir hier die Mission machen. Stiehl das Verzeichnis. Oh, sind wir schon da? Oh, jetzt muss ich sicher kämpfen, Chat. Jetzt muss ich sicher kämpfen. Jetzt kommt das Kampftutorial. 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Kommt auch nur für Giveaway. Gebt ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht davon ausgehen, dass sie ihre Waren also, nicht spoilern, aber... Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Muss ich das suchen oder laufen wir das über einen Weg? Easter Eggs finde ich halt immer geil. Da bin ich ein Riesenfan. Der Flöru ist das wichtigste Stream-Mitglied von brack.ch. Der Flöru ist einfach... Der Flöru ist wichtig. Punkt. Ja, überall. Überall. Kann ich Bracktaler verschenken? Ja. Ich muss es schnell testen. Give Points. Give. Ja, Chat, ihr wisst das eigentlich besser als ich. Oh, also. Okay. Ausrufezeichen Give. Abstand der Benutzer, glaube ich. Abstand Anzahl. Kannst du es mal probieren. Vielleicht ist es auch Abstand, Anzahl, Abstand, Nutzer. Aber ich glaube, es ist eher der erste Nutzer und dann die Anzahl Taler. So könnt ihr einander... Let's go! Let's go! Nelnu, merci vielmals für 20 Bracktaler an Taigol. So, jetzt schauen wir da schnell. Was haben wir da? Wachen werden misstrauisch und sehen nach, wenn sie dich in einem Sperrgebiet erspähen. Drücke, um dich zwischen hohen Pflanzen zu ducken und weniger leicht entdeckt zu werden. Das ist wieder mal, das ist so die typische Game-Logik. Hast du mich jetzt nicht mehr gesehen, oder? Wir kriegen alles. Ja, ich habe mich übrigens überhaupt nicht können bewegen gerade. Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um nicht in einen offenen Kampf verwickelt zu werden. Drücke R1, um einen Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. R1, let's go. Huh. Also, der schläft, hä? Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Also, lieber Chat, ich tue euch schon mal vorwarnen. So rumschleichen, das ist gar nichts für mich. Da. Puh. Bei Plague Tale habe ich schon immer Mühe mit dem Seich. Habe ich Flöru gehört? Ja, Massi. Der Flöru, Flöru has joined the chat. Oh, bitte kein Problem, mein Schätzeli. Oh, wie süß. Rumschleichen ist nichts für mich. Troy spielt Assassin's Creed, wo man nur rumschleicht. Was soll ich da dazu sagen? Schwierig. Ja, aber Airfighter, grüezi Airfighter, wie geht's dir? Hello. Schön, dass du da bist. Ja, für alle, die neu reingekommen sind, ab 16 Uhr machen wir das Giveaway. Wir müssen aber noch bis dann warten, mit mitmachen. Machen wir zweimal 5 Minuten lang Giveaways. Assassinen trampelt nicht um. Die schleichen. Okay, Coco. Hä? Ich probiere es. Wahrscheinlich, wenn ich aus dem Gras rauskomme, bin ich direkt entdeckt. Ich könnte den anderen umtragen. Ich glaube, das macht aber nicht viel Sinn.
Also der da, lieber Chat. Und jetzt sind andere, die sehen mich, wenn ich da mache. Ich muss ein bisschen üben. Es ist schliesslich da Tutorial und so. Aber wenn ich das mache, dann sieht mich doch, da schauen wir ja alle zu. Okay. Das interessiert es niemand. Das ist auch gut. So, jetzt machen wir da, wo wir am besten können, nämlich Parkour. Verschlossen. Verschlossen? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Aha, okay. Wachen in der Nähe haben den Schlüssel. Mir geht schon besser und selber mit X kannst du pfeifen. Merci vielmals, das probiere ich dann noch. Dann kann ich sie ins Gras reinlocken und sie beseitigen. Mir geht es auch gut. Danke vielmals. Ich kann mich nicht beklagen. Freut mich, dass es dir besser geht, Airfighter. So, er schaut zu. Oh, Emote-Chat. Okay, let's go. Ihr wollt nicht, dass ich schnarre, he? Ihr wollt, dass ich da jetzt die Dudes kill. Hast du einen Schlüssel? Ich nehme jetzt auch dich mit. Ich nehme an, was ist der Unterschied zwischen Ablegen und... Was habe ich jetzt zur Option gehabt? Egal. Kann man noch schmeissen? Ja, jetzt möchte ich halt gerne hier in die Tür rein und für da muss ich da den einen Dude haben, der einen Schlüssel hat. Bist du das gewesen? Wie sehe ich, ob der einen Schlüssel hat? Ja, komm, tun wir den schnell wegräumen da. Ich kann halt wirklich zielen. Hure gut! I like. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Ich muss mal ein bisschen weitermachen. He? Eventuell auch mal Schlüssel und so. Aber theoretisch. Ich habe jetzt alle gekillt, die in der Nähe sind. Hi, du hast sicher einen Schlüssel. Ui. Einsammeln? Aha, das war aber kein Schlüssel gewesen. Ui, Tygol, merci vielmals für den Follow. Willkommen da bei uns. Willkommen. Also ich muss ja wirklich da rein. He? Ich muss wirklich da rein. Das heisst, ich muss effektiv jetzt einfach ein paar von diesen Wachen beseitigen. Let's go. Da sind zwei auf Small, das gefällt mir nicht. Dort ist einer ein Like. Da haben wir schnell ein bisschen looten. Können wir nicht. Oh, wait a second. Wer hat mich jetzt fast gesehen? Da finde ich ein bisschen schade, dass ich jetzt an diesen Orten hier nicht looten kann. Ich meine, irgendwie sieht es so aus, als wären da Haufen Zeuge rum, die ich könnte mitnehmen, theoretisch. Ist noch einer da? Aber, come on, es hat doch vorhin geheissen, in der Nähe müsste ein Wach sein, wo der Schlüssel hat, oder? Muss nebenbei auch gerade Assassin's Creed mir zocken. Okay, nein, viel Spass, viel Erfolg. Oh, shit, man. Wie geht das schon wieder? Okay, das ist der falsche, das war auch der falsche Knopf. Ist das... Was habe ich jetzt gemacht? Airfighter, help me. Wie geht das schon wieder mit dem Adlerauge? Holy. Ich halte dem Tutorial nicht aufpasst, oder? Aha. Moment schnell. Troy und Gameplay, ja, das ist nicht kompatibel.
jetzt schauen wir das schnell an. Da. Ja, oh. Nein. Schiebe Tastenbelegung. Hallo. Okay, wir finden es einfach so raus. Ich habe gemeint, es sei 3-Eck. Aber dort ist noch einer. Das ist schon mal. Ah, da ist auch noch einer. Let's go. Dann machen wir die hier schnell. Wo bist du jetzt? Ist da nicht einer gewesen? Ah, nein, das ist Stör. Ah, da ist einer. So, du schaffst das. Du hast ganz sicher den Schlüssel dabei. Nicht? Come on. Der schaut mich nicht an. D-Pad links. Merci vielmals. Let's go. Ich gehe jetzt auch hier schnell dort an. Beseitigen. Ja, das ist natürlich nützlich, das Adlerauge. Einsammeln. Nein. Dann habe ich irgendwie 200 von diesen Wachen gekillt und haben wir noch keinen Schlüssel, oder? Was hat das zu bedeuten? Wait a second. Kann ich auch nicht mehr. Aufklettern. Komm, geh schauen. Komm ich da rein? Nein. Ist das etwas, was ich erst nachher kann? Also, Chat, ihr dürft mir übrigens auch gerne Tipps geben, für die, die es schon in- und auswendig kennen, spielen. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das sind jetzt halt zwei. Ich habe Pfeife. Habe ich noch einmal Gras? Das ist ein bisschen heikel hier mit zwei. Dort ist noch einer. Vielleicht hat der den Schlüssel. Schnell schauen, wie wir an den hinkommen. Schon mal so ein bisschen im Heissen da. Können wir da runter? Ja, let's go. Das hätte ja niemand mitbekommen, hä? Oh, da ist einer drin, Pauli. Einsam. Gib mir den Schlüssel. Nimm ihn schnell. Komm, schnell. Hast du mir auf L3 drücken gleitet? Okay, das macht auch noch Sinn. Dafür muss ich jetzt mit D-Pad links sprinten. Das ist wiederum scheiße. Versperrtes Gitter zeigt das an. Wenn ich da helfe. Okay, nein, das ist gut. Tipp an Troy Gibb. Okay, danke vielmals, Bruder. Das war der nützlichste Tipp von allen. Mein Tipp mit dem Adlerauge. Siehst du den Schlüssel? Ja, jetzt habe ich. Zuerst lauten wir mal da. Ne? Aha, wait a second. Wo ist der Laut? Zuerst lauten wir. Da ist der Laut. Let's go. Flamingo-Feder. Wenn er auf der Kiste oben steht. Das ist ja geil. Also, wir sehen bei den Wachen anscheinend, wer den Schlüssel hat. Wir müssten gar nicht alle killen. Hi! Hi! Okay, let's go! Merci vielmals für das. Das ist nützlich. Oh! Hab die Feststriche. Ich glaube, er schaut gerade drüber. Ich weiß nicht, wo er genau hinschaut. Ah, das sehe ich ja so. Ah, dann nutze ich jetzt den Moment. Geh schön hin.
Ich hätte jetzt Taschendiebstahl können machen. Ja, aber Taschendiebstahl, come on. Essen brauchen wir nicht. Also, wir haben den Schlüssel. Let's go. Findest du, einen Schlüssel ist vielleicht eine verschlossene Tür in der Nähe? Ach schon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, liebes Spiel. Das hätte ich jetzt also schon nicht gedacht. Richie Legende. Richie, gesagt, sollst du gut haben. Gut, let's go. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ja. Zuerst wollte ich mal schnell schauen, was wir da verloren haben. Ein bisschen Geld einsammeln. Dann ist das Quest-Objekt. Einsammeln. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Hasenpfote. Gut, kehre zu Darwish zurück. Der Darwish. Parkour. Oh. Okay. Ich habe eh schon etwa alles weggekillt. Oder ganz normal rumlaufen. Interessiert es niemand. Komm mal, mach noch ein bisschen Parkour. Ui. Parkour! Du musst runter. Du musst runter. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ja, noch 11 Minuten, Chat. 11 Minuten und dann machen wir das erste Giveaway. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Roshan. Von Ihnen. SDTLC, grüezi. Da. Die hätte ja gar nicht das typische Tragbar. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist. Hi, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Fanny Mili, grüezi! Hallo Fanny Mili, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schon eine Stunde am Streamen, mehr habe ich verpasst. Grüezi. Grüezi Fanny Mili. Das ist doch... Ich bin noch ein Weile rum. Also ein Weile, ja. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ein Moment, ja. Bis circa am... Ja, mal. Bis um halb müsste ich endlich streamen, aber wahrscheinlich streame ich noch 10, 15 Minuten länger, weil ich später angefangen habe. Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Und nachher mache ich Feierabend, nachher ist Weekend, lieber Chat. Holy! Sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Was habt ihr so vor, Chat, am Weekend? Was macht ihr? Ist irgendein Event los, glaubt nicht. Erst nächste Woche. Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Die flinken Finger? Beinahe. Oh! Er hat es halt probiert. Saufen! Das ist ja gut. Das ist meine neueste Schöpfung. Weekend, saufen, ist geil. Händler abwehren, wenn sie mich beim Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Taigol, Nelnub, gehen dir zusammen saufen? Das ist jetzt die Frage, die ich habe. Wir haben früh an einem Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe? Zocken, saufen, poppen und wieder von vorn. Ja, eine schwarze. Ein okay. Sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Pass. Ja, sicher. Ja, let's go. Du hast mir sehr geholfen, Jasib. Ui. Belohnung. Alles freies Wochenende geniessen und am nächsten Freitag Hero Fest. Ja.
Ich werde wahrscheinlich am Freitag noch nicht dort sein, sondern erst Samstag, Sonntag. Sie wollen diese Truhe und ich werde sie Ihnen holen. Dafür mit Hotel. Wir werden schon noch sehen. Man dringt einfach. Herr Vater, du hast glaube ich auch das Hotelzimmer genommen. Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winter. Du nochmal Schaufeisterl. Du bist auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Oh nein, Fanny Mili. Ich bin krank, aber sonst geht es mir gut. Danke und dir, Troy. Hey, Fanny Mili, dann wünsche ich dir natürlich eine gute Besserung. Also, wenn du es aussiehst, zur Abwechslung. Nimmst du ein bisschen Neocitran und so. Der Dr. Troy hat das so empfohlen. Nein, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Alles gut, Fanny Mili. Warum Hotel? Es ist nur 30 Minuten mit dem Zug. Also für mich. Für mich ist es, glaube ich, ein bisschen länger als 30 Minuten. Nein, ich einfach. Es ist eine lange Geschichte. Aber es lohnt sich für mich, wenn ich noch so ein Hotelzimmer habe. Und wir können schnell reden miteinander. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Meinst du, ein Bismorn? Das haut mich einmal immer weg. Ein Bismorn? Das kenne ich jetzt aber nicht. Bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Auf den Winterpalast. Des Kalifen. Das soll jetzt nichts sein. Klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Ja, aber was ich mir überlegt habe, wenn, je nachdem am Samstag, ist vielleicht tatsächlich noch etwas los. Ja, ob es jetzt mit Zulöten ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich will noch nicht irgendwie Stress haben und so, wenn fahrt der letzte Zug. Und, ich will flexibel sein. Und auch finanziell spielt es nicht so eine grosse Rolle. Das klingt jetzt mega komisch, aber das hat seine Gründe. vielleicht, man munkelt, dass ich nicht alles muss selber zahlen muss. Auf zum Winterpalast, ich bin noch nicht bereit. Eigentlich bin ich schon bereit, aber in 6 Minuten müssen wir das GVA machen. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Ich suche noch einen Sugar Daddy fürs Hero Fest. Wow! Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein ich bin am Samstag dort, ja. Und auch am Sonntag entsprechend. Mal schauen, wie lange ich ausschlafen kann. Das Checkout ist zwar um 11 Uhr. Ich kann schon ausschlafen, aber nicht bis irgendwie in Nachmittag. Nein, es hat eben im Ibis keinen Platz mehr gehabt. Ich habe halt erst gestern eine Reservation gemacht, oder? Da bin ich anderer Meinung. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es heisst. Chardin. Hotel Chardin. Wenn es das gibt, dann ist es da. Da ist er, der Winterpalast. Von meinem Heilauf habe ich bis jetzt noch nie müssen. Troy, gönne ich dir. Hast du sogar noch ein bisschen Trinkgeld am Schluss, das führig bleibt? Ja. Weißt du, welches Zimmer du hast, komm dann vorbei. Aber du bist dann voll im Ibis, oder so, wie es klingt. Nein, wir, das ist eben. Ja, ich bin selber geschuldet. Es hat eigentlich noch lange Zimmer gehabt, aber denen, die ich reserviert habe, gestern, hat es keine mehr gehabt. So ein Speiseritter. Man munkelt, ich habe einen Aussteller-Badge. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Ui. Kommst du zu mir? Ich habe noch ein Bett frei. Also jetzt redest du aber nicht mit mir, oder? Dieser Ort nicht schön hergenommen. Am Anfang. Ist doch nie deine Buchung. Und dann teilen wir uns die Kosten. Damals stand weniger. Und es gab weniger. Okay, das ist eine gute Idee. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe. Einzelbetten. Erfordert das ein wenig. Ich rede nicht der Nacht, ich tue Schlafwandeln. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es. Oh, 3 Minuten, Chat. 3 Minuten. Warte. St
stiehlt dich in den Winterpalast. Die Verborgenen wollen, dass eine Truhe gestohlen wird. Yazeb sah, wie Wachen sie zum Winterpalast brachten. Der Inhalt der Truhe ist weiterhin unbekannt, aber wenn der Kalif damit zu tun hat, ist es das Risiko sicherlich wert. Nihal weiß, wie man in den Palast gelangt, aber es könnte auch andere Wege geben, sich in das streng bewachte zu schleichen. Möglichkeiten, dich in den Palast. Okay, suche nach Möglichkeiten. Aber das hat die jetzt wahrscheinlich müssen machen. Kann ich da, kann ich die Ansicht bitte nochmal haben? Wir müssen halt auch nicht mehr. Blitzlicht, grüezi! Ja, 2 Minuten Giveaway. Also Blitzlicht, bleib noch schnell 2 Minuten. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe keine Konsole, braucht es Bau mehr Chance. Ja, das könnt ihr untereinander abmachen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr gezogen werdet, könnt ihr immer noch sagen, ich gebe weiter an XY. Und 174 Blitzlicht. Holy. Also, suche nach einem anderen Eingang. Mal schnell gucken. Wir haben eine Fehlzeit. 2 Minuten. Es ist dunkel genug. Komm. Wenn ich auch. Nihal! Absturz, grüezi. Hello, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Ich höre Wachen. Wir kommen einfach der hinten nach, es ist jetzt zu kompliziert. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Halt die Augen offen, ja? Dann können wir jetzt Teamwork machen. Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ach, sie wird nicht. Sie, was, ich habe was gehört. Allerdings, das war schnell pausieren. Schnell pausieren, Chat. Ja, wir gehen richtig Giveaway. Und, wer habe ich noch begrüßt? Absturz, grüezi und Techie, grüezi. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ist der Massi gesperrt, sonst mache ich nicht mit. Ja, wir haben schon manchmal darüber geredet. Wir einfach den Massi sperren, aber das wäre ein bisschen unfair. Das haben wir herausgefunden. Das würde mich echt nicht verwundern, wenn der Massi einfach wieder geht. So, 16 Uhr. Ich nehme hier schnell mein Dings da für, mein Streamlabs. Where are you? Ja. Also, lieber Chat, es geht ums Giveaway und wir machen zuerst das Giveaway für den PS5-Key. Für alle die, die das Game wollen, Assassin's Creed Mirage. Mirage? Für PS5 könnt ihr noch einen gerade mitmachen, wenn ich da das Knöpfchen gefunden habe. PS5-Key, Giveaway, starten. Okay, let's go. Ich glaube, es klappt. Jetzt könnt ihr Ausrufezeichen Win 1 oder Win 2 eingeben. Ihr könnt maximal 2 Tickets kaufen. Ein Ticket kostet $22. Genau, das funktioniert so wie Absturz, Massi, Techie und so weiter. PS5-Key, um den geht es zuerst mal, und den Xbox-Key, den machen wir noch einen. Wir lassen jetzt hier schnell 5 Minuten laufen und dann mache ich Zeug. Genau. Jetzt machen wir jetzt 4,5 Minuten noch Chat. Aber Coco, du hast es doch schon. Also Coco, dann erzähl jetzt du, was machst du mit dem Key, wenn du ihn gönnst? Nelnub, du hast eigentlich es korrekt eingegeben. Also du hast mit einem Ticket mitgemacht. Tigol auch. Let's go. Das bleibt mein Geheimnis. So, hä? So. Einmal langt.
Coco, du hast glaube ich, Collector's Edition gekauft. Ich habe mich eben gar noch nicht wirklich erkundigt. Ich habe schnell, glaube ich, auf Insta eine Story von dir gesehen. Aber Coco, erzähl mal, was ist in dieser Collector's Edition drin? Ich bin eigentlich auch so ein Fan von Collector's Editions. Die letzte, die ich mir gegönnt habe, war God of War. Mit dem Mjölnir drin. Da habe ich mich natürlich nicht mehr beherrschen. Da habe ich mich nicht mehr gespürt. Wenn da so ein Mjölnir in der Collector's Edition ist, dann... Shut up and take my money, oder? Das Buch, das können wir schon... Wir schauen es dann noch an. Wir schauen es dann noch an. Ah, du hast es real... Ja, ich habe halt das Real nicht geschaut, oder? Ich habe halt das Real nicht geschaut. Coco. Gerade notieren. Du zeigst alles. Ui. Lieber Chat, Ausrufezeichen Win Abstand 1 oder Win Abstand 2, um noch mitmachen für ein Giveaway für den PS5-Key für Assassin's Creed Mirage. Noch haben wir noch? 2 Minuten. Wait a second, Collector. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist es Collector's Edition gewesen, oder wie hat sie geheißen? Es hat, glaube ich, noch die Jötnar Edition gegeben, oder? Ich habe nicht die grösste Edition. Ich habe einfach den Mjölnir wählen und der war bei beiden dabei gewesen. Das Unboxing war super gewesen. Ich habe tatsächlich zweimal auf meinem Channel einen Mjölnir unboxed. Ja, auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Und zwar eine ist Collector's Edition von God of War und eine ist der MCU Mjölnir, also der Filme, der 4,5 Kilo schwer war. Holy. Und bring mir die Suppe. Ja, also ich nehme sonst auch gerne ein bisschen Suppe. Es kommt aber darauf an, was es für Suppe ist. Aber bring mir die Suppe. Merci vielmals für den Follow und willkommen da bei uns. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Browser, hallo. Eine Minute noch. Letzte Chance für den PS5-Gold für Assassin's Creed Mirage. Maximal 2 Tickets, Ausrufezeichen. Win, Abstand 1 oder Abstand 2. Ein Anhänger, Soundtrack, Artbook und Figur in der Collector's Edition. Okay. Ich glaube, ich muss mal das Reel anschauen von der Coco. Er macht das alle, wenn es euch unternimmt. Ich habe noch den Ring dazu. Ui. Jötnar Edition. Ja, let's go. Bring mir die Suppe. Du bist... hat das geklappt? Du hast wahrscheinlich zu wenig Punkte. Du hast erst gerade gefollowt. Sorry. Sorry, und jetzt ist es noch 5 Sekunden und dann ist es vorbei. I'm so sorry. Bring mir die Suppe, wenn du eine Xbox hast und vielleicht im Chat irgendjemand rum ist, der sogar noch die Spendierhose anlegen will und dir noch die nötigen Taler schenken will, mit Ausrufezeichen GIF, Abstand, User, Abstand, Betrag, dann könnte es noch etwas werden. Und sonst musst du auch regelmäßig mal reinschauen. Es gibt immer wieder Giveaways. He? Und dann kannst du es anders mal dann sicher mitmachen. Also, jetzt ist die Frage, hat Massi gewonnen oder nicht? Hat der Massi jetzt schon weggemacht? Also, wir tun den Gewinner ermitteln für den PS5-Key. Let's go! Jetzt. Ah nein. Ich bin verwirrt. Ich habe doch jetzt auf den Knopf gedrückt. Moment schnell. Ich mache es wieder spannend. Also ich werde es eigentlich nicht spannend machen, weil... What the hell? Moment schnell. Jetzt habe ich aber niemanden gezogen. Gewinnen ermitteln. Ich drücke nochmal drauf. Ja, das ist kaputt.
Why? Come on. Wieso geht's nicht? Es ist Streamlabs. Steffi, bist du da? Mann. Also Moment, ich gehe schnell zurück. Ich gehe schnell zurück. Aktives Giveaway. Gewinnen ermitteln. Es passiert auch nichts. Ich drücke drauf, es passiert auch nichts. Also, nein, ich sehe keinen Winner. Es steht, you have not picked a winner. Und es kommt, wenn ich auf Gewinnen ermitteln gehe, kommt eine Meldung. Gewinner wurde ermittelt. Und es ist aber kein Gewinner rum. Mann, hey. Also, wie machen wir das? Moment schnell, ich probiere schnell etwas. Jetzt ist es wieder offen. Jetzt könnt ihr schnell 5 Sekunden nochmal mitmachen, wenn ihr wollt. Aber die noch nicht kennt. Dann tue ich nochmal schliessen. Ui, jemand hat es noch reingeschafft. Tigal mit einem zusätzlichen Ticket. Ja, das. Ich glaube, wenn ich es abbreche. Nein, das ist halt eine gute Frage. Also. Nochmal closen, nochmal gewinnen ermitteln und es geht halt nicht. Come on! Come on! Streamlabs! Was ist los? Also, Moment. Also wenn man schon drin ist, verliert man nicht zusätzlich. Außer man kauft nochmal ein zusätzliches Ticket. Wow! Es hat. Nein, das. Hey, come on, jetzt hat mich der Blitzlicht einfach fast verarscht. Oder? Come on! Trollt mich nicht! Ihr seid so fies, Chat. Ihr seid so fies. Also, lieber Chat, wir müssen das anders lösen. Sorry. Für da muss ich schnell ein anderes Tool führen. Streamlabs wird anscheinend nicht. Darum machen wir das jetzt anders. Also, lieber Chat, ich hoffe, ihr seid alle noch da. Also, ihr müsstet ja eh rum sein, damit ihr den Preis claimen könnt. Wir machen es jetzt mit einem anderen Tool. Jetzt muss ich aber schnell schauen, ob ich für da vorbereitet bin. Ich dürfte eigentlich darauf vorbereitet sein. Zum Glück habe ich das einmal eingerichtet. Gebt mir schnell einen Moment. Was machen wir? Schnell 3 Minuten. 3 Minuten. 180 Sekunden. Moment. Ei. Ja, ich habe ein Tool, das tatsächlich so glücksradmässig ist. Wir probieren es schnell. Es geht immer noch um den PS5-Key. Streamlabs hat nicht Wellen. Darum starte ich jetzt hier nochmal so ein Ding. Ausrufezeichen Join. Ausrufezeichen Join, lieber Chat. Und es kostet keine Punkte. Jetzt können alle mitmachen und ihr habt einfach einmal quasi so ein Ticket. Aber es ist, glaube ich, immer noch fair. Let's go. Wir haben 11 Leute dabei. Es läuft noch. Oh mein Gott, ja, vielleicht nicht 3 Stunden. Es läuft 3 Stunden. Wow.
Troy hat es im Griff heute. Ja, ich lasse noch schnell so 2 Minuten laufen. Ich schaue, dass die irgendwie zurückgestattet werden. Das kann ich eigentlich hier schnell schauen, wenn ich abbrechen mache. Abbrechen. Confirm. Ich weiss, kann jemand, der wenig Points hat, schnell schauen, ob Points wieder retour gekommen sind? Ich glaube, Nellnup, du hättest es sehr gut gesehen. Die, die vorhin so ein wenig Punkte hatten, die können es schnell checken. Ausrufezeichen Joints, die mitmachen. PS5 Key für Assassin's Creed. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus, oder Nellnup? PS5 Key für Assassin's Creed Mirage. Ausrufezeichen Join. Hat funktioniert, let's go. Puh. Ah, zum Glück bin ich da vorbereitet mit einem zusätzlichen Tool. Ich hoffe, das macht noch eine mit, wenn ich die Ziehung mache. Schnell schauen, wie lang das ist schon. Okay, ich würde sagen, noch 1 Minute. 1 Minute warten wir noch, Ausrufezeichen Join. Und dann machen wir das Gleiche nochmal mit dem Xbox Key anschliessend. Also, er hat noch rund 1 Minute Zeit, zum Ausrufezeichen Join eingeben. Und dann ziehen wir dort jemanden raus. Muss mal schauen, was da mit Streamlabs nicht gut ist. Ist Streamlabs. Wobei, das spielt keine Rolle. Ist der ein Mod bei unserem Channel? Ja, ist er. Okay. Jetzt habe ich vielleicht nicht alle Chat-Nachrichten gesehen. Vielleicht ist ein bisschen etwas untergegangen. Man kann nur mit einem mitmachen bei dem. Aber ich glaube, es ist immer noch fair. Ich glaube, die meisten haben vorher noch mit 2 mitgemacht. Ja, ich weiss, es ist halt nicht mehr, wenn ihr regelmässig dabei sind und mehr Punkte haben, dann haben die Vorteile leider nicht mehr. Aber es ist besser so, als wenn es gar nicht geht. Vielleicht habe ich beim Glücksrad mehr Glück. Und Trubalu, grüezi Trubalu. Wir haben hier Streamlabs weg gerade nicht. Du kannst auch Ausrufezeichen Join eingeben. Du musst nicht einmal Punkte haben. Du musst nicht einmal Punkte haben. Wir machen das jetzt mit Ausrufezeichen Join und über ein anderes Tool. Und grüezi wohl, wie geht's dir denn? Wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. So, also lieber Chat, letzte Chance. Hä? Coco, einmal PS5, einmal Xbox. Und jetzt machen wir zuerst PS5. Und ich mache jetzt Pick a Winner. Mit Animation, let's go. Ah, das ist wild. Das ist wild, was da passiert, Chat. Knapp an den Spool vorbei und der Airfighter. Airfighter, du bist oben, du müsstest oben sein. Melde dich noch schnell im Chat. PS5 Key. Let's go, Airfighter ist um. Airfighter, du nimmst den für dich selber oder willst du den gerade weitergeben? Hä? Du darfst jetzt gerade auch noch entscheiden, weil dann könnte ich das auch übernehmen mit dem Schicken noch. Also die Frage nochmal, claimst du den? Ich nehme ihn selber, let's go. Also, dann wird der PS5-Key verlost. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Für Xbox, also für alle die, die eine Xbox haben. Ihr könnt jetzt noch mal mitmachen, sobald ich das vorbereitet habe. Join. Das mal machen wir nicht 3 Stunden, sondern 3 Minuten. Geil. Let's go. Also, lieber Chat, Xbox. Key für Assassin's Creed Mirage. Jetzt Ausrufezeichen Join eingeben. Und ich habe endlich hier in dieser Zeit schon mal mehr Fighter sind gewonnen für holen. Und auch in den Chat reinposten.
Nein, mache ich natürlich nicht. Ich schicke dir das per DM. Ausrufezeichen Joiner hat noch 2 Minuten und 10 Sekunden Zeit. So, mache ich das hier schnell. Airfighter. Airfighter, du bekommst jetzt gerade von mir ein DM, wo der Code drin steht. Let's go. Solltest du bekommen haben? Wer hat schon eine Xbox? Da tue ich jetzt nicht kommentieren. Es gibt Leute, die haben eine Xbox. Ich bin auch nicht einer von denen, aber bei mir ist der Grund, also bei vielen ist wahrscheinlich auch der Grund, vor allem wenn man PC-Gamer ist in erster Linie. Ich glaube, alles, was auf der Xbox geht, gibt es auch auf dem PC. Aber nicht alles, was auf der PS5 gibt, gibt es auf dem PC. Das sind halt Exklusivtitel. Und das ist der Grund, wieso ich ein PS5 habe. Würde alles auch released werden auf dem PC, was auf der PS5 released wird, hätte ich auch keine PS5. Also, du hast einen richtigen PC. Ja, es geht in die Richtung. Aber es gibt halt einfach wirklich immer noch die Exklusivtitel, die zum Teil halt schon sehr geil sind. Bei der PS. Lieber Chat, Ausrufezeichen, join noch, ich muss schnell schauen, noch 40 Sekunden. 40 Sekunden, letzte Chance. Ausrufezeichen, join für ein Xbox Key, Assassin's Creed Mirage. Mein PC kann man jetzt auch gleich rauchen. Der läuft auch nicht mehr so gut. Und jetzt. Aha, okay. Wir haben es, glaube ich, schon mal drüber gehabt, oder? Ist er schon älter, Spoo? Ich bin seit Kind auf der PS. Nein, habe ich gelesen, auf der PS5. Nein, ich bin auch, was Konsolen anbelangt, PlayStation. Ja, früher eigentlich noch Nintendo, Game Boy und so. Aber nachher die grossen Nintendo-Konsolen habe ich selber eben auch nie gehabt. Ich bin wirklich aus PS5. Ein PS, sorry, Kind gewesen. Genau, als ich Kind war, habe ich PS5 gekauft. So, 9 hat mehr gemacht, mehr ziehen den Gewinner. Let's go. Ist geil, wie mein Name drüber ist. Wäre geil, wenn mein Name dann noch so aufrutscht. Fanny Millie, bist du da? Claimst du dir den Xbox Key? Wenn ja, dann würde ich dir den auch direkt schicken. Ja, dann könnt ihr gerade loslegen. Let's go! Ich nehme ihn für mich selber. Let's go! Dann schicke ich dir auch noch schnell ein DM auf Twitch über meinen User Funny Millie. Mal schauen, dass ich das richtige User verwünsche. Das wäre mal peinlich, wenn ich es euch einen falschen User schicke. Also, Fanny Millie, du bekommst jetzt ein DM von mir. Das ist der Key für Xbox, wo du dir das Game kannst gratis holen. Let's go. That's it. Ich bin froh, haben wir das noch machen können mit der Alternative da. Es sieht aber auch einfach schöner aus, oder? Das muss man schon sagen. Es sieht auch schön animiert aus. Ich finde das fast noch geiler. GZ an die beiden Gewinner. Airfighter, Fanny Millie, viel Spass mit dem Spiel. Und, also Airfighter, du bist ja schon dran, da weiss ich. Du bist, glaube ich, jetzt in dem Moment bist du selber am Zocken. Fanny Millie, lässt du jetzt auch gerade los? Gerade abladen, gerade zocken? Oder ist das eher etwas, was du dann am Wochenende machst? Und ich wollte es gerne sagen, was ist eigentlich los? Massi, what happened? Das kann ja nicht sein, dass du jetzt einfach nichts gewonnen hast, oder? Das kann ja nicht sein.
Ja, das ist auch gut, der Vater. Da kannst du jemandem ein Geschenk machen in dem Sinn, das finde ich auch cool. Mojo verloren. Ah. Eieieiei. Ist es ein Mojo? Nein, nicht dafür nehme ich mir schön Zeit am Weekend verlieren. Das ist natürlich auch geil. Hey Razel, holy! Schon wieder! Schon wieder! Merci vielmals für den verschenkten Sub an Massi. Danke vielmals für deinen Support und Massi. Jetzt hast du gleich noch etwas gewonnen. Oder in dem Sinne geschenkt bekommen. Und viel Spass mit den Emotes. Und danke Razel. Bisschen Mojo. Ja, da, jetzt ist das Mojo wieder vorgekommen. Ist es wieder vorgekommen? Lieber Chat, wir machen noch schnell ein bisschen. Wir haben noch ein paar Minuten. Gehen wir hier zurück ins Spiel. Er hat noch ein bisschen Lust im Assassin's Creed Mirage. Wo bin ich da? Wo bin ich gewesen? Ach, da bin ich gesehen. Ja, mich jetzt aber nicht gesehen. Wo bist du jetzt hin? Jetzt zocken noch ein bisschen Mortal Kombat. Es würde mich schon reizen. Vielleicht mache ich das mal auf meinem Channel dann noch. Ich muss mal schauen. Ich habe auf meinem Channel einfach schon so viele irgendwie Listen, die ich machen müsste. Und jetzt ist noch irgendwie Oktober. Und ich würde eigentlich tatsächlich gerne noch einmal ein Horror-Game spielen. Nicht auf dem Channel. Das ist auch nicht der Plan. Sucht uns mal wieder ab. Es hat noch ein bisschen Schäferle, Tüdelü. Viel Spass noch. Hey Spool, schön bist du dabei gewesen. Und ganz knapp war es. Ganz knapp. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Razel, gehst du auch direkt oder verabschiedest du dich von der Spool? Sonst wünsche ich dir natürlich auch ein schönes Weekend und schön bist du dabei gewesen. Bye, bye. So, ich muss da mal schauen. Ich weiss schon gar nicht, wo jetzt der andere Dude drin ist. Ui, gar nicht auffällig. Okay, Razel, dann bye-bye. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Stell dir vor, die Blumen wären giftig. Gute Defense. Noch so ein paar Blümchen anrühren, wenn sie kommen. Ja, oder mein Charakter stirbt einfach. bist du da oben? So, hier bin ich. Komm, let's go. Adleraugen. Also ich habe eigentlich jetzt zwei Optionen. Da ist einer mit dem Schlüssel. Wollen wir uns den auch jetzt holen? Ich glaube, der Nihal könnte einen besseren Weg. Hast du die Unruhen beim Turtag? Hast du die Gäste gesehen? Und die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger an. Mohn, falls Flash, ja true. Stell mir's so vor. Du hast so Halluzinationen mit dem Hauptcharakter. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber ja, nicht ohne Schlüssel. Ja, eben da, das sag ich. Das ist ja genau. Genau da meine ich. Ein Palastweich, ja, man hat ihn vorher nicht gesehen. Wo ist er jetzt? Das ist easy peasy da. Ich muss schnell ein bisschen Drogen nehmen. Oh, okay. Das ist jetzt gerade ein ganz schlechtes Timing, das ihr hier habt, liebe Leute. Der andere ist immer weiter weg, oder? Ich gehe jetzt. Oh, ui. Okay. Das ist ein bisschen mühsam hier, gerade mit denen.
Ihr seht mich nicht. Wenn ich jetzt hier vorne durchgehe, die seht mich nicht. Ah, gut. Ha! Ich mache einen Taschendiebstahl. Professionell. Professionell. Jetzt kommen die natürlich. Das ist geil. Oh, ich kann mich hier verstecken. Das ist auch geil. Ein Smoker ist immer noch Points am Zählen. So, ja. 577 Taler. So, wir gehen wieder retour. Ja, ist das jetzt echt wieder so ein miserables Timing, das ich habe? Schnaps. Nur checken fürs nächste Giveaway. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Da muss ich mir dann echt noch anschauen, was jetzt hier nicht. Ja, dass die da, das Timing, dass die da gerade kommen und in meine Richtung geschaut haben, wenn ich da rüber will. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie kurzsichtig das sie sind. Hast du einen Schlüssel gefunden? Ja. Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Komm, Troy, hast du noch einen Mortal Kombat Key? Wo kannst du verlosen jetzt? Du kannst alle wechseln. Nein, ich habe wirklich nichts mehr. Ich habe wirklich nichts mehr zum Verlosen. Das wäre fies, oder? Das wäre fies. So warten, bis alle so gegangen sind und dann noch schnell, ja? Wir machen noch schnell ein spontanes Giveaway 40-90er. Es sind irgendwie noch zwei Leute rum. Ja, das hättet ihr gern, hä? Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Ui. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Ich würde es auch gern noch sehen. Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Oi. Du hast nichts gesehen. Falsche Frage. Ja? Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es lege mir fern. Das ist die Gelegenheit. What are we doing? Ich weiß nicht, wer mehr verwirrt ist, der hier oder mein Charakter. Oder ich. Mein Sattler auch geht? Nein. Hier lang. Sieht ruhig aus. Jetzt geht's mal. Sieh dir nur die Birken an. Schon für einen kleinen Stück davon käme man ein Haus Gold.
Uiuiuiui. Ich merke es mir für das nächste Mal. Also, ich habe schon genug geschaut. Wir können wieder gehen. Willst du dich nicht ducken? Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Oh, sie hat es gesagt. Das habe ich. Ich habe ja mal einen Starfield angezockt auf meinem Channel. Und dort habe ich auch gedacht, ja, das macht viel Sinn. Ich habe irgendwie. Irgendwann habe ich, glaube ich, mal etwa 6 Feuerlöscher dabei gehabt. Und ich auch gedacht, ja, und alles schön im Hasensack kennen. Gib mir das! Nein! Nein! Ui, das ist nicht gut. Jetzt hättest du es aber gesehen. Was sie mir antun werden. Bitte, es tut mir leid. Das ist deine Schuld. Nicht! Bitte! Diebische kleine Ratte! Nein! Ja, Smokers ist aber. Es ist dann eben nicht gegangen. Es ist wie so. Darf ich nicht. Ach, den Bosch! Oh, Säckle. Oh! Holy! Ja, muss ich noch kämpfen mit diesen Leuten? Das ist keine gute Idee. Nein, ich gehe. Bye, bye. Okay, das ist keine gute Idee gewesen. Wieso? Ich habe echt Mühe, weil es immer anvisiert. Erspar mir das Geplapper. Hab ich dich. Hey, ich habe mir gerade gesehen, ich habe Parkour. Oh shit, hi. Komm, rauf weg. Komm, ein bisschen schneller. Was haben wir getan? Am besten auf den Dächern verstecken. Shit. Letztendlich habe ich hier immer noch das Ziel. Ich gehe einfach weiter. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Ja, aber nicht. Oh Mann. Oh Mann! Was machst denn du? Jetzt soll ich mal aufschleichen. Oh, aber da. Let's go. Dann muss ich da so ein Söppli essen für eine Gesundheit. Ja, sie hat. Bring mir die Suppe. Ich muss sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Hat mich jetzt wieder einer gesehen. Essen! Komm, essen, komm. Geil. Ja, wow. Irgendwie bin ich da schon zu weit. Nihal, bist du hier? Nihal! Sprinte, Troy, nicht essen! Ich stelle mir das gerade so vor. Du bist ein Lebensgefahr, Säckliste vor und dann so, ein Döner. Eine Pizza, Oh, Massi, hast du dich verabschiedet? Hey, Massi, schön, bist du dabei gewesen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Ich denke schon. Massi, ich wünsche dir ein ganz schönes Weekend. Mach's gut. Bye, bye. Tschüss. Nein, hör auf.
Oh, was sind da für hässliche Geräusche? Was willst du von mir? Ui. Ruhig, Basim. Nihal? Nicht ganz. Geht es dir gut? Gut, weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding, es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Ich... Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor... Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und ja, das Schnäuzli auch klappen. Das ist gut. Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish, sie alle sind in Gefahr. Ja, ich glaube, das ist der Ort, wo wir stoppen. Ich mal langsam ein Weekend geht tatsächlich. Ich habe mir jetzt gerne noch überlegt, so grafisch. Wie findet ihr sie so von der Grafik her? Ich weiß nicht. Es ist jetzt also nicht so verrückt geil. Auch Gesichtsanimationen haben mich jetzt nicht so vollends überzeugt. Natürlich, ich sage auch immer, das Gameplay steht im Fokus. Und wenn das Gameplay stimmt, dann ist die Grafik egal. Ich hätte jetzt hier fast ein bisschen mehr erwartet. Fotorealistisch wie PlayStation 2, ja. Ja, etwa so. Roshan Eridé synchron ist ja noch echt gut. Ich müsste mal schauen, wie es im Englischen tönt. Ich muss ehrlich sagen, sonst so okay, eigentlich alle Games immer mit englischer Sprache ausgehen. Aber da, wenn ich streame, auf dem Channel zumindest, stelle ich auch mal alles auf Deutsch. Aber ja, ich finde, sie hat eine gute Synchronstimme. Ja. Ist kein Burner, aber okay. Für den Next-Gen-Titel wäre mehr drin gewesen. Ja, finde ich eben auch. Finde ich tatsächlich auch. Ich meine, es muss ja nicht immer... Ich finde, Grafik ist das eine, aber... Gerade Gesichtsanimationen, wenn viel Dialog rum ist, finde ich, macht es dann fast noch ein bisschen mehr aus. Also das finde ich jetzt zum Beispiel bei Mortal Kombat. Finde ich das mega gut gelungen. Gesichtsanimation und wie halt Emotionen so überkommen. Das finde ich echt gut gemacht. Es ist halt nur ein kleines Assassin's Creed. Hast du schon mal ein Assassin's Creed gespielt? Ja, das allererste, glaube ich. Ich habe vorhin gesagt, ich habe nachher bei den meisten nur noch zugeschaut oder Videos geschaut oder Streams geschaut. Mich würde das Black Flag tatsächlich noch wundern. Nein, ich würde das endlich gerne mal spielen. Weil das finde ich mega, das ist mega interessant gewesen, zum Zuschauen. Aber sonst habe ich effektiv, ich habe nie eins gespielt seit dem ersten Teil. Darum 15-20 Stunden Spielzeit. Es ist eigentlich von dem her noch ein guter Titel zum Streamen. Für mich jetzt einmal. Weil ich finde, also so Games, die dann so 15-20 Stunden haben, wo man dann ein paar Streams verpacken kann, sind halt gut geeignet. Für zum Streamen.